Ja, hallo Heroes of the Storm Fans bzw. Hots Fans und WoW Freunde. Ja, willkommen bei Johnny Doe Let's Play. Wir spielen noch hier das Tutorial. Das wollte ich mit euch mal als Let's Play durchspielen. Wir hatten schon die Einführung und zuletzt die Grundlagen. Jetzt geht es mal weiter mit den für Fortgeschrittene. Und im fortgeschrittenen Training erfährst du, wie du Fähigkeiten deines Helden mit Hilfe von Talenten anpassen kannst. So, das werden wir mal eine Runde durchspielen hier. Trainingsmodus. Und ja, ich bin gespannt. Für die Tutorials, wie gesagt, kriegt man auch ein bisschen Gold, so als Einstiegshilfe. Die Talente eures Helden ermöglichen die persönliche Anpassung und Verbesserung seiner Fähigkeiten. Ihr könnt zwischen... Eine gute Wahl! In gewissen Stufenabständen könnt ihr neue Talente wählen, euren Helden verbessern und seine Kampfweise anpassen. Das könnte spaßig werden. Ja, wie man sieht, hier oben haben wir nochmal die Was ganzen... Muss, das beginnt in 10 Sekunden. Die ganzen Befehle, ich mache das meistens, mache ich das mit der Maus eben jetzt halt. Aber wunderbar machbar. Hört sich gut an. Eben halt mit der Tastatur. Und meistens aufsitzen das zum Beispiel, das mache ich schon mit der Tastatur. Ist manch. Je nachdem eben, was, wie ich es gerade mache. Ja, wie wir gelernt haben, wir bleiben hinter den Dienern. Ja. Teams erhalten Erfahrungspunkte durch die Vernichtung gegnerischer Helden, Diener oder Gebäude. Dafür muss sich jedoch ein Held in der Nähe befinden. Das erste Blut wurde vergossen. Du musst noch schneller werden. Ja, dieses Bing hört man, das ist halt, wenn man in dem Turmbereich ist und es ist kein Gegner mehr da, das signalisiert eben, dass wir angegriffen sind bzw. werden. Was muss, das muss. So, wir haben schon wieder eine neue Stufe erhalten. Ich hätte auf Illidan schießen sollen. Statt auf den blöden Turm. Das geht jetzt natürlich nach. So. Pech gehabt. Wild ein Talent. Ja, neues Talent haben wir wieder. Man sieht, hier friert das Bild ein. Im normalen Spiel friert das Bild natürlich nicht ein. Ja. Hier sieht man nochmal fokussierte Angriff, verstärkte regelmäßige automatische Angriffe, Vampirangriff, automatische Angriffe, heilen. Wir machen jetzt einfach mal, weil wir kein Heiler sind, ein bisschen Heal, kann nicht schaden. Zeigen wir es ihnen. Aber das ist sekundär, das kann jeder so machen, wie er möchte. Setzt eure Fähigkeiten häufig ein. Sie verursachen mehr Schaden als automatische Angriffe. Ihre Standardtasten sind Q, W, E und R. So, Tyrol wollte einen Belagerungskampf einnehmen. Da unterstützen wir natürlich. Büschen versteckter Helden sind für Gegner unsichtbar. Sie werden wieder sichtbar, wenn sie die Büsche verlassen oder ein Gegner dieselben Büsche betritt. Ja,
Hier unten sieht man im Übrigen nochmal, wie viele Kills man hatte seit seinem letzten Tod. Wenn ich jetzt sterbe, sind natürlich die Kills auf null. Ja. Nur das mal eben so nebenbei. Wie gesagt. Gegner getötet. Genau zwischen die Augen. Wählt ein Talent. So. Wir haben wieder ein neues Talent. Ihr habt nur noch wenig Lebenspunkte. Ja. Benutzt den Ruhestein, um euch zurück zur Basis zu teleportieren und zu heilen. Die Standardtaste dafür ist B. Das machen wir jetzt auch und wählen direkt ein neues Talent. Beinschuss, Durchschlagsmunition, verlangsamt getroffene Gegner, erhöht Beweglichkeitsgeschwindigkeit für jeden verbündeten Helden, den Mut gemacht wird. Ja, Geschwindigkeit ist gut, aber auch Verlangsamung. Ja, wir nehmen entscheidend einfach mal für den Speed. Köstlich. Ein tödlicher Schlag. Kopfschuss. So, ich werde einfach mal. Aber klar doch. Werde jetzt hier einfach mal einen Pin machen. Das Trinken aus dem Heilbrunnen regeneriert Lebenspunkte und Mana. Das kriegen wir jetzt hier nochmal aus dem Butterbrot geschmiert. Hier sind Pings. Ein Ping sagt den anderen, was man vorhat. Und ich habe jetzt vor, eben dieses Forenlager. Söldnerlager. Häufig ein. Sie verursachen mehr Schaden als einnehmen. Und das habe ich dem anderen jetzt Ping mitgeteilt. B, G und R. So, ein neues Talent ist für uns da. Imperium. Ist immer besser, auch die Söldner mit zu begleiten, weil so macht man auch den meisten Schaden. In einem Reittier könnt ihr euch schneller bewegen. Die Standardtaste dafür ist Y. Force benötigen Munition. Wenn ihnen diese ausgeht, können sie nicht mehr feuern, bis sie regeneriert wurde. Hört sich gut an. Haben wir jetzt nicht gebraucht, aber egal, das ist nicht schlimm. Wir verziehen uns mal eben hier. Dann. Du kannst auf mich zählen. Nehmen wir uns auch noch mit. Warten eben auf die Diener hier. Und haben wieder einen neuen
Talent, versteckt automatisch Angriff gegen Helden und Lieferung die zweite Aufladung. Kann nie falsch sein, ne? Ja, die sind hier gerade defekt. Wie man sieht. Doppelkill. Gut gekämpft. Gut gemacht. Ja, wir stürzen uns natürlich nicht für so ein Dings da so einfach rein. Setzt eure Fähigkeiten häufig ein. Sie verursachen mehr Schaden als automatische Angriffe. Ihre Standardtasten sind Q, W, E und R. So, warten wir doch mal eben auf Hühner noch. Das war amüsant. Diese Festung ist nicht mehr. Ja, ein neues Talent fügt eingeschränkten Zielen zusätzlichen Schaden zu oder eben später Munition jedes getroffenen Ziel erhöht den Schaden und verbreitet den Wirkungsbereich. Ja. Damit haben wir automatisch einen Angriff für die verlangsamte Bewegungsfähigkeit und betäubt das Ziel 40% mehr Schaden zu. Oder eben Durchschlagsmunition um 10 und Wirkungsbereich um 50% erhöht. Wir nehmen erstmal diesen passiven. Sieht gleich viel besser aus. Aber klar doch. Ein tödlicher Schlag. Mein Beileid. Doppelkill. Das gegnerische Team wurde vernichtet. Ja, komplett vernichtet das Team. Das kommt natürlich nicht amüsant. Euer Mana ist niedrig. Um es zu regenerieren, trinkt von einem Heilbrunnen oder kehrt mittels Ruhestein in die Basis zurück. Ja, das machen wir mal eben ganz schnell. Das natürlich auch nicht, wenn man angegriffen wird. Dann unterbricht es nämlich automatisch. So, wir geben jetzt den anderen mal eben bekannt, wir holen uns mal Hilfe von Söldnern. Und wie man sieht, die Nova ist auch schon da und der Uta kommt noch dazu. Ja, so gibt man eben seinen Mitspielern wehkant, was man so eigentlich so hat. Und so, wie gesagt, ich bin jemand, der oft mit den Söldnern eben halt arbeitet. Und macht und tut, weil eben halt die anderen erstmal ja mit den Söldnern beschäftigt sind. Das war amüsant. Doppelkill. Wenig. Du kannst auf mich zählen. Auch nochmal hinterher. Gegner getötet. Holen wir natürlich schnell ab hier. Doppelkill. Dreifachkill. Darm getötet. Das gegnerische Team wurde vernichtet. Wir versuchen uns mal ein bisschen näher ran, damit wir die Gegner besser killen können. Das gegnerische Team wurde vernichtet. Oh, das war aber echt bitter. Den hier. Kleinen Haudegen. Ja, wir haben gewonnen. Der Illidan ist weg. Wir haben echt ja, gut unsere Talente aufgewertet. Und ja, wir haben noch viel gelernt, dass eben halt
auch die... Ja, hier sieht man übrigens die Gruppensuche. Hier, der sucht noch zum Beispiel eine Gruppe, er sucht eine Gruppe. Und ja, das kann man dann eben halt auch machen, eben hier über diese Funktion. Und das kommt dann und taucht eben halt direkt, ja, auf der Startseite auf. Wir haben sogar Gold gekriegt für das Tutorial, weil wir es nochmal durchgespielt haben. Und ja, Türme eben halt, bis sie regeneriert haben, haben dann einfach, können nicht mehr schießen, wenn alle Kugeln aufgebraucht sind. Und ja, da sollte man eben halt aufpassen. Also immer schön hinter den Dienern bleiben, damit die den Schaden absolvieren. Man macht dann schön Schaden auch selber, sofern man eben halt Fernkämpfer ist. Das muss man noch dazu sagen. Als ja, Nahkämpfer geht dazu schlecht. Und ja, das war's dann erstmal mit unserem dritten Tutorial in Heroes of the Storm. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr konntet so ein bisschen so ja Einblicke von Heroes of the Storm bekommen. Mein Name ist Johnny Doe und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir vielleicht einen Daumen nach oben da oder abonniert meinen Account. Ich würde mich freuen. Wir sehen uns im Nexus. Ich bin raus.